Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Murder Mystery am heutigen Tage. Und ich habe gerade schon ein bisschen gespielt. Oh Gott. Boah, das war gerade ein bisschen knapp. Und ich bin jetzt Mörder geworden. Aber sie wissen nicht, wer es ist. Geht's hier hoch? Nein, hier geht's nicht hoch. Mist. Jetzt sehe ich ziemlich alt aus, wenn ich hier, glaube ich, rauskomme, oder? Und ich gehe mal nach oben. Ja. Oh, hier habe ich noch ein bisschen Gold. Okay. Irgendein Mädel hat den Bogen aufgesammelt, so viel weiß ich. Tschüss. Moment, jetzt könnte ich eigentlich warten, bis hier die Leute reinkommen. Und dann einfach umlegen. Oder hochkommen. Na gut, es leben noch 8 Leute. Wir haben 2,5 Minuten noch. Das kriege ich, denke ich, mal hin. Laufen hier Leute rum? Nee. Nein, ich werde mal hochgehen. Da sieht es ja wieder inzwischen gut aus. Und da ist eine Person. Okay. Die holen wir uns. Was ist mit dem da? Oh Gott. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Nein! So, nächste Runde Detektiv auf der Map Spooky Mansion. Und wir sind Detektiv. Das heißt, ich habe schon mal einen Bogen. Ich finde diese Map hier sehr, sehr komisch. Also, ich weiß nicht wirklich, wo die Gänge lang gehen. Ein bisschen habe ich einen Plan. Hier gibt es auch ein paar, ja, ich wollte gerade Elevator sagen, weil mir das deutsche Wort nicht eingefallen ist. Okay, ich glaube, der ist nicht. Können wir schon mal vertrauen. Hier Aufzug. Da gibt es hier, glaube ich, ein paar. Die kann man mit Gold einfach bedienen. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Muss ich nur rausfinden, wo die hier sind. Hier kann man sich echt leicht verirren. Ah, hier. Zur Lobby. Kostet zwar 2 Gold. Sollte ich mir auch nur für den Notfall aufbewahren. Falls ich mal schnell flüchten muss. Und das der letzte Ausweg ist. Hier gibt es auch ein paar Secrets. Die man vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem zeigen sollte. Aber es kennen schon viele. Aber trotzdem noch nicht alle. Crusher? Was ist ein Crusher? Okay. Gut, ich spare mir erstmal mein Gold. Okay, ich glaube, die behalten wir im Auge. Die ist mir nicht ganz so suspekt. Habe ich sie verloren? Glaube, ich habe sie verloren. Mist. Wo ist die hin? Nee, das ist doch die hier mit dem Bogen, oder? Okay, hier ist sie. Aber die scheint sich gerade ruhig zu verhalten. Ihr alle auf einem... Ah, okay, dafür ist der Crusher eigentlich da, okay. Den sollte man vielleicht nicht einfach so aus Jux und Tollerei ausprobieren. Aber na gut, jetzt wissen wir wenigstens, was er macht. Hier gibt es echt geile Features. Ein Crusher, ein Aufzug. Also, die Map gefällt mir doch so langsam.
Von den Features zumindest her. Und schön gebaut ist er auch. Da ist er. Nein! Ach nee, ich hab's irgendwie gewusst, dass der da wartet. Aber dass er jetzt um die Ecke springt, das hätte ich nicht erwartet. Nächste Runde. Sehen wir mal wieder Mörder. Ich cut natürlich hier alles raus, was nicht mit Mörder und Detektiv zu tun hat, damit wir hier mal heute komplett spannende Runden haben. Wollte gerade schon Folgen sagen, aber wird ja wahrscheinlich jetzt noch eine Folge sein, weil ich noch was anderes aufnehmen muss. Denn es ist schon Sonntag und ich habe das Video für Montag noch nicht gecuttet, noch keine Thumbnails gemacht. Ich bin mal wieder super früh dran, muss ich alles heute noch fertig machen für die ganze Woche. Der klaut mir einfach mein Gold, ne? Das geht ja so nicht, ne? Nein. Nein. Der darf mir nicht hinkommen. Der darf mir nicht hinkommen. Tschüss. Geh weg. Aus dem Weg. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein. Der rennt und rennt. Jetzt bleib stehen. Naja, ich bin immer noch hinter dir her. Habe ich dich endlich. Und dich auch. So. Da sind auch nur noch 8 am Leben. Gut, dann haben wir schon mal ein paar potenzielle Zeugen ausgeschalten. Das war bis jetzt meine längste Verfolgungsjagd. Wo geht's hier lang? Na, interessiert mich auch nicht. Tschüss. So, da wären wir auch mit 2 wenigern. Wo sind die denn hier alle? Also, das finde ich jetzt ja unhöflich. Und, ach, da ist ja noch jemand. Oh nein, der hat's gesehen, glaube ich, oder? Hat er's nicht gesehen? Tschüss. Oh Gott. Nein. Nein! Den hole ich mir, den hole ich mir. Ja komm, die schnappe ich mir. Na, ziemlich blöd, ne? Aber irgendwo muss hier noch jemand rumrennen. Mich gesehen? Weiß nicht. Ach, komm schon. Nein, vorbei. Mist. Komm schon. Wo ist der andere hier überhaupt? Junge, der rennt und rennt. Mach doch mal Pause. Ach, ich bin falsch abgebogen. Okay, Moment. Hier! Ja? Da ist er, da ist er, da ist er. Na, hallo? Na, ziemlich blöd, ne? Und GG. Da haben wir erstmal alle eliminiert. Das war... Trash. Oh, na gut, der eine, der jetzt auch echt nur weggerannt hat, geschossen, geschossen und hat einfach nichts getroffen. So, dann machen wir mal die letzte Runde für heute. Und zwar bin ich hier noch einmal Detektiv. Und zwar der Spitzendetektiv natürlich wieder, der schon einen Pfeil im Kopf hat, bevor die Runde überhaupt angefangen hat. Das sind meine Qualitätsmerkmale. Ich sollte vielleicht hier nicht allein dann drin Räumen in Personen in Räumen verschwinden. Das endet vielleicht nicht so ganz optimal. Eine Mitfahrgelegenheit nehme ich gerne mit. Okay, bis jetzt hat er noch nicht zugeschlagen. Ich würde sagen, wir sehen uns mal hinten um. Denn dort fangen die meisten Mörder an, auf dieser Map. Okay. Hier haben wir einen
Kapitel. Wenn wir dort jetzt eine Leiche finden, dann... Okay, 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 die ist okay. Hä? War das gerade ein Eisenschwert? Nee, es war kein Eisenschwert. Ach nee. Okay, dann ist sie doch nicht. Okay, dann sind die hier hinten schon mal safe. Dann muss der ja vorne hier rumrennen. Wo ist der? Wer ist er? What's up, Mörder? Nothing much. Was? The best meme? Okay. Ist der Mörder? Da unten, da unten, da unten. Nein! Ich hab verfehlt. Och Gott, wie kann man... Oh nein, ich hab gedacht, ich schieße ein bisschen weiter von dem Opfer rechts, damit ich den Mörder gerade noch bekomme, bevor er ihn abschlachtet. Hat ja wieder mal super funktioniert, muss ich echt sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zu einem weiteren Video am Montag, Mittwoch oder Freitag um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute!